Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Labyrinth. Und heute ist es wirklich eine ganz, ganz besondere Folge. Ich glaube, das ist die fünfte Folge, die wir machen. Und heute muss der Spinosaurus durch dieses Labyrinth. Und ihr habt sage und schreibe über 800 Kommentare geschrieben und über 500 Likes dagelassen. Ich habe mich mega darüber gefreut, dass ihr so aktiv an diesem Projekt teilhabt. Es macht mega, mega Spaß, das Ganze mit euch gemeinsam zu machen. Und ihr seid sicherlich alle gespannt, wer von euch das Glück hat und der Spinosaurus sein darf. Und das Ganze werde ich jetzt auflösen. Ich habe ihn natürlich schon so weit vorbereitet. Er wartet in der Ausbrütstation. Und ihr wartet sicherlich auch schon alle sehr gespannt, wer hier den Spinosaurus übernehmen darf. Ich lasse ihn jetzt frei. Und dann verrate ich euch, wer dieses wunderschöne Exemplar von Spinosaurus sein wird. Und dann werden wir sehen, wie sich der Spinosaurus im Labyrinth schlagen wird. Ich bin sehr gespannt. Und zwar übernimmt den Spinosaurus der liebe Marcel Braune mit dem Kommentar Hashtag Spinosaurus und schöne Grüße wieder aus Mallorca. Ja, vielen Dank für deine schönen Grüße. Du bist dieser Spinosaurus. Schöne Grüße gehen natürlich auch zurück an dich. Und wir lassen ihn jetzt natürlich nochmal ganz schnell ein bisschen was futtern, was trinken und dann geht's ins Labyrinth. Aber bevor ich es wieder vergesse, ich benenne ihn nochmal ganz schnell um. Marcel Braune. So. Damit nimmst du hier bei diesem Projekt teil. Herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns dann gleich im Labyrinth, wenn es losgeht. Bis gleich. Der Spinosaurus ist jetzt hier im Landeanflug. Wir werden jetzt gleich sehen, wie er hier abgesetzt wird. Und dann wird er hoffentlich hier eine gute Zeit für den Marcel aufs Parkett legen. Das wäre auf jeden Fall super. Und er ist jetzt hier auf allen Beinen wieder. Seine Geborgenheit geht natürlich nach unten. Er ist unzufrieden hier mit dem Habitat. Nicht genug Grasland, nicht genug Wald. Kein Futter, kein Trinken. Das heißt, er sollte jetzt sich hier schleunigst beeilen und durch das Labyrinth laufen, damit er all diese Sachen wieder zur Verfügung hat. Aber ihr seht schon, ich habe jetzt hier den Zeitraffer mal angemacht, damit ihr seht, wie die Dinosaurier sich gerne mal hier im Eingangsbereich ein bisschen aufhalten. Das kann wirklich mal sehr, sehr lange dauern. Aber jetzt ist hier ein kleiner Zwischenfall, den muss ich mal eben ganz kurz beheben. Die beiden Futterspender im Zielbereich sind leider leer gegangen. Das heißt, ich muss hier eben schnell ein Tor einbauen und dann müssen wir ganz schnell zur Ranger-Station und mal eben ein Jeep hinschicken, dass er die Futterstation wieder auffüllen kann, damit der Spino natürlich auch frische Nahrung dann da hat, wenn er ins Ziel kommt. Und ja, ich denke mal, ich werde das jetzt alles ein bisschen überspringen, ja. Und ich werde euch einfach am Ende sagen, wie lange er dann wieder im Eingangsbereich gechillt hat, sage ich mal. Und das kann ich natürlich euch jetzt schon verraten, da ich hier einen Cut gesetzt habe. Es war etwas über 12 Minuten, also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Das ist natürlich ein Vorteil, weil dadurch die Essen- und Trinkenwerte nach unten gehen und er dadurch einen höheren Anreiz hat, ins Ziel zu kommen. Er geht jetzt auf jeden Fall hier direkt Richtung Startlinie und die Zeit startet jetzt. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall, er geht hier erstmal in die falsche Richtung. Er läuft hier Richtung Sackgasse. Das ist gar nicht gut. Das kostet wertvolle Zeit. Er geht jetzt erstmal ganz in die Sackgasse rein. Das ist ganz und gar nicht gut. Da geht wirklich sehr viel wertvolle Zeit verloren. Wir können jetzt nur hoffen, dass er hier schnell umdreht und nicht jetzt so viel Zeit hier verschwendet. Aber er steht hier wirklich wie angewurzelt und bewegt sich gar nicht mehr von der Stelle. Anstatt umzudrehen, brüllt er hier lieber lautstark durch die Gegend. Er hat jetzt schon knapp 35 Sekunden verschwendet. Das ist wirklich kostbare Zeit, die am Ende wirklich den Sieg kosten kann. Also wenn er jetzt hier nicht umdreht und ganz, ganz schnell Richtung Ziel läuft, dann sieht das hier nicht gut aus. Dann wird das hier keine gute Zeit. Er hat jetzt fast eine Minute verschwendet schon. Das ist... das hätte ich nicht gedacht, dass der Spinosaurus sich hier so verirrt, so rumtrödelt. Ihr seht jetzt schon, der Zeitraffer ist aktiv. Und er steht da und steht und schaut sich um. Und jetzt endlich dreht er um. Er geht zurück in die richtige Richtung. Und er geht jetzt den richtigen Weg endlich lang. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt läuft er wirklich Richtung Ausgang. Ohne irgendeinen Fehler. Er hat jetzt das erste Drittel gleich schon hinter sich gebracht. Hat jetzt aber auch schon 2 Minuten und 45 Sekunden auf der Uhr. Aber es sieht jetzt hier wirklich gut aus. Er verläuft sich jetzt hier wenigstens nicht mehr. Wir schauen uns jetzt nochmal den Spino von Nahen ein bisschen an. Ihr seht jetzt mal, ohne irgendwie vorzuspulen, was für ein Lauftempo hier an den Tag legt. Also das ist gar nicht so schlecht. Hätte er sich am Anfang nicht verlaufen, hätte das hier wirklich eine Bombenzeit werden können. Er ist jetzt aber schon bei über 3 Minuten. Das heißt, er wird hier auf jeden Fall den Velociraptor auf keinen Fall mehr schlagen können.
Aber er könnte eventuell eine 4-minütige Zeit oder sowas hinlegen. Das wäre ja auch schon nicht verkehrt. Und ich drücke dir auf jeden Fall hier ganz fest die Daumen, lieber Marcel Braune, dass der Spinosaurus jetzt hier ganz, ganz schnell ins Ziel geht und damit vielleicht eine Treppchenposition für dich rausholen kann und du dann was gewinnen kannst. Aber wie du siehst, befindet er sich hier schon im Endspurt auf jeden Fall. Ich habe jetzt den Zeitraffer nochmal rausgenommen und wir schauen uns jetzt die letzten Meter des Spinosaurus hier in Echtzeit an. Ich hoffe wirklich, dass er sich jetzt beeilt und hier eine gute Zeit für dich ins Ziel bringt und du somit eventuell was gewinnen kannst. Das werden wir sehen. Aber er läuft jetzt hier auf der Stelle oder sowas. Habt ihr das gesehen? Ganz, ganz komisch. Er hat sich ganz komisch bewegt, als ob er irgendwie so tanzt auf der Stelle. Aber jetzt geht er Richtung Ziel. Das ist sehr, sehr gut. Bleibt er jetzt hier wie die anderen auch nochmal auf der Ziellinie stehen? Und er trampelt schon wieder auf der Stelle, ganz komisch. Und geht jetzt hier voll in Zeitlupe. Er zögert hier voll Zeit raus. Ist immer noch nicht über der Ziellinie. Also hier geht wirklich kostbare Zeit verloren nochmal. Und jetzt stoppt erst die Zeit. Also da hat er am Ende wirklich nochmal richtig, richtig, ja, wenn ich so sagen darf, verkackt. Nichtsdestotrotz, lieber Marcel Braune, du hast hier eine Zeit von 4 Minuten 47 Sekunden und 16 Hundertstel. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das werden wir gleich sehen, wenn ich es in die Tabelle eintrage. Und ihr seht ja, die Geborgenheit geht jetzt wieder hoch. Er hat es endlich ins Ziel geschafft. Aber anscheinend ist jetzt hier gar nicht genug Grasland. Ich werde das auf jeden Fall jetzt nochmal eben korrigieren. Werde hier ein paar Bäume entfernen, dann sollte alles wieder bestens sein. Und wie gesagt, ich trage deine Zeit auf jeden Fall ein. Ich drücke dir die Daumen, dass das ein Podiumsplatz wird. Und du darfst dir jetzt natürlich ein bisschen Wasser gönnen und einen Siegersnack. Und ich bringe euch dann gleich zurück, wenn wir den nächsten Dinosaurier auslosen. Bis gleich. Ja, Leute, der Spinosaurus hat es geschafft. Mit seiner Zeit hat er sich erstmal auf Rang 2 manövriert, was gar nicht schlecht ist. Und ich bin sehr gespannt, ob die anderen Dinosaurier, die hier noch antreten werden, ihn dort noch verdrängen können oder ob er diesen Platz verteidigen kann. Aber ihr wisst Bescheid, was jetzt ansteht. Wir werden wieder einen Dinosaurier auslosen, der als nächstes durch das Labyrinth geht. Und ich kann schon mal verraten, heute ist ein ganz besonderer Tag, weil wir werden zwei Dinosaurier auslosen, weil ich nächste Woche im Urlaub bin und deswegen schon etwas vorproduzieren muss. Also bleibt auf jeden Fall dran und ihr müsst euch dann leider für einen der Dinosaurier entscheiden, welchen ihr lieber übernehmen möchtet. Und ich würde sagen, wir drehen jetzt das Rad, schauen erstmal, welcher der erste Dinosaurier ist. Und ich bin sehr gespannt. Es dreht sich. Und es wird der... das war knapp. Es wird der Carnotaurus, Freunde. Carnotaurus ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kontrahent, denke ich. Er ist ja auf jeden Fall dafür bekannt, dass er sehr, sehr schnell sein soll. Und ich denke, der könnte wirklich hier eine Top-Zeit hinlegen. Aber wir werden sehen, ne? Es spielen ja immer viele Faktoren eine Rolle. Aber ihr wisst Bescheid, wie es ganz funktioniert. Falls ihr der Carnotaurus sein möchtet, Hashtag Carnotaurus unten in die Kommentare. Und mit etwas Glück werdet ihr dann der Carnotaurus. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir ziehen jetzt auf jeden Fall noch den zweiten Dinosaurier. Und dafür drehen wir nochmal unser tolles Rad hier. Einen Moment. Ah, ich hab's sofort. Jetzt. Okay, es dreht sich, Freunde. Und es wird der Ankylosaurus. Uiuiuiuiui. Okay, das ist sehr interessant. Der hat auf jeden Fall kurze Beine, ist nicht der Größte. Ist schwer einzuschätzen, ob er sich gut schlagen wird oder nicht. Also, keine Ahnung. Aber ist, denke ich, auch ein sehr interessanter Kandidat. Und ihr wisst Bescheid, Leute. Falls ihr der Ankylosaurus sein möchtet, Hashtag Ankylosaurus unten in die Kommentare. Und das war's auch jetzt schon mit diesem Video. Und ich würde mich sehr über ein Like freuen, falls es euch gefallen hat. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann dürft ihr gerne abonnieren und kostenlos die Glocke aktivieren natürlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut.